bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Und Ausbau, das ist drin. Fertig, Meister. Ein Priester tritt in eure Dienste. Oh nein. Ist in Ordnung. Kommt ja nicht auf die Idee. Schön zur Kontrolle behalten, diese wütenden Leibeigenen. Ich habe damit. Ehe man sich versetzt, ansonsten überhaupt keinen Wald mehr. Ich war gestern nämlich bei dieser netten. Wir sind nicht weiter nach Süden gegangen bisher. Richtung. In diese Richtung. Das heißt, hier irgendwo existiert der Kerberos rum. Umso mehr Grund, unsere Leib ist ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Ansonsten sind wir alle tot. Ich war gestern nämlich bei dieser netten. Lichtung. Und habe Holz gefällt. Ja, wo kannst du uns noch Holz fällen? Hier geht es mir hinten, die Steine kloppen. Die können weg. Ihr braucht mehr Steine. Wie wir festgestellt haben. Ja, ist gut. Wird erledigt. Diese Bäume können einfach kurz mal weichen. Schnee bedeckt die Landschaft. Wo ist Arian? Ach, hier. Gut, sind, sind alle Helden noch hier. Selbstverständlich. Das Wasser friert im Winter, dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir wissen, dass Kerberos Vorposten hier in der Region schon so stehen. Aber es geht hier auch noch irgendwo lang. Okay, hier oben wird Kerberos noch nicht rum existieren. Diese Felskontur schreit einfach nach schwarzer Festung irgendwo oben. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ich will diese Steine. Erstmal hinsetzen. Es ist Zeit. Also richtig hinsetzen. So, das wollte ich hier stehen haben. Jetzt kann ich sogar mit Schnee erkennen. Ich wollte diese Bäume haben, die ja die Kapelle vom Marktplatz trennen, damit das einfach ein bisschen besser aussieht. Aber gern. Ich hab getan, was ihr wolltet. Bitte nochmal 200 Steine und dann läuft der Hase. Werden lesen. Fertig, Meister. Danke. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wo könnt ihr noch holzen? Wo gibt's noch Bäume, die weg können? Hier oben werden wir nie im Leben was bauen. Hier können eigentlich die ganzen Bäume weg. Natürlich. Ausbau vollbracht. Ein Händler nimmt die Arbeit auf dem Marktplatz auf. Das wird gleich nicht reichen, oder? Oh doch, das reicht natürlich alles locker. Wir haben genügend Platz für einen Kirchenausbau. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Wo sind die Steine hier, die hier waren? Weg, ich verstehe. Sie waren hier bei mir. Wunderbar. Muss.
eilig. Ah, da kann man ein bisschen erkunden gehen. Die muss einfach so ab. Die muss einfach so erbärmlich frieren gerade. Sucht mich doch. Sicher. Ja. Natürlich. Hier unten irgendwo war doch Kerberos. Ja. Turmangelegenheit. Sicher. Hier. Wenn ihr wollt. Na gut. Natürlich. Ja. Gibt es hier irgendwas abgesehen von diesem Ballisterturm? Oder ist das wirklich einfach nur natürlich. So ein kleiner wertloser natürlich. Wachposten, der uns bei unserer Expansion behindern möchte? Wenn ihr es für richtig haltet. Gut, hier haben wir eine Furt, bei der ein Einsiedler. Hier ist eine Halbinsel, da schauen wir gleich mal ein bisschen drauf. Wenn ihr es für richtig haltet. Natürlich. Ja. Na gut. Zahltag. Na gut. Ich bin schon unterwegs. Freilich. Wenn ihr es für richtig haltet. Hier ist nichts. Ist aber auch schön. Wenn ihr wollt. So, Aris ist gleich enttarnt. Sicher. Wie ihr wollt. Ist ja Tarnfarbe leider abgegangen. Der Schnee war doch zu nass. Einsiedler. Ich muss euch warnen, würde auf Kerberos Armeen treffen. Er hat oben im Westen eine Burg gebaut und hortet dort sein Reichtum. Wow. Okay. Ja. Dann sagen wir aber Kerberos einfach mal ganz kurz, dass wir nichts von ihm halten und machen diesen Turm weg. Ich habe gesagt, wir sagen Kerberos, dass wir nichts von ihm halten und machen mal ganz kurz eben diesen Turm weg. Wie ihr wünscht. Halt, stopp. Freilich. Da war was. Ich bin schon unterwegs. Freilich. Angriff! Die leben ja noch. Was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg. Wie ihr wollt. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Gut, lass es drin. Fremde greifen ihn an. Sicher. Ich brauche eure Hilfe, meine Freunde. Yeah! Angriff! Genau, macht's weg. So, Pilgrim kann gleich direkt noch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und seine Bombe hier hinsetzen. Das macht dem Schaden, macht dem Schaden, macht... Okay, der ist tot, aber öffnet das Teil. Spürt den Zorn des Herrn. Oh ja. Es ist Zahltag. Wir waren dabei stehen geblieben, das ist Gruppe 9. Auf jeden Fall kurz mal da... Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Oben hier irgendwo was machen möchte, haben wir irgendwo... Hier ist der Eisenschacht. Der direkt zugänglich ist. Haben wir einen direkt zugänglichen Schwefelschacht? Nein, wir müssen erstmal freisprengen. Dann leihen wir uns zuerst mal diesen Eisenschacht. Natürlich. Könnt ihr gleich mitspielen? Ja! Natürlich. Denn wir brauchen das Zeug. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, diesen Wald loszuwerden. Falls wir es überhaupt machen wollen. Wie ihr wünscht. Ich hab ja, hoppla. Getan, was Ari, ihr wolltet. Da oben ist Kiste. Mach natürlich. Kiste. Ich hab getan, was ihr wolltet. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Sachen gibt's. Na, wie sieht's mit Lehm aus? Ich sehe auch keine wirklichen Häufchen mehr.
Stimmt, dieser Eisenschacht war auch noch verfügbar. Den hätten wir eigentlich machen können. Fertig. Zugänglicher. Weiter. Pilgrim kann sich auf jeden Fall schon mal nützlich machen und das Dach frei sprengen. Das gibt ein feines Feuerwerk. Und wir erforschen mal eben die Alchemie oder die das Steinwort Alchemie. Das Zahnrad haben wir nicht nötig, Steine. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ah doch, hier ist ein Lehmhaufen. Sicher. Hoppla. 1000 Schwefel. Das ist erschreckend unhilfreich, aber von mir aus. Natürlich. Na gut. Wenn ihr es für richtig haltet, natürlich, freilich, sicher. Ja. Der Feind attackiert eure... Halt, stopp! Wie ihr wollt. Helias und Dario machen das mal ganz kurz. Die leihen sich kurz... Okay. So gut ich kann. Ich verstehe. Wie ist Pilgrim? Ah gut, der ist hier angekommen, kann gleich dann den Eisenschacht noch freispringen, kommt dann wieder zurück. Das könnte ein bisschen lauter werden. Wenn wir uns einfach nur den Schwefelschacht sichern können. Ja? Heureka! Wunderbar, wunderherrlich einfach. Schmiede. Wohin damit? Wir brauchen zunächst einmal einen weiteren... Also zuerst mal können wir das... Ach nee, jetzt brauchen wir die Schmiede. Oder die Bank. Dafür würden wir aber mehr Scheine brauchen. Ich glaube ja, also dass die hier Schmiede. Eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Möchte dann doch in der Nähe der Eisengrube haben. Ja, ist gut. Ah. Das ist von einem weiteren Wohnhaus, das hier steht. Ist in Ordnung. Und dann passt das gleich alles. Kommt Gruppe ja 8. Nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Und Gruppe 7. Ich habe damit Leben nichts gehen. Zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Aber Holz gefällt. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Die Steine brauchen wir gleich noch, deswegen spannen wir die. Feinde greifen eure Häuser. Erst einmal. Nichts da. Im Namen des Herrn! Hey, das hält sich ein bisschen zurück. Ich gebe mein Bestes. Das haben wir gleich. Denn Helias muss hinten stehen, damit wir in der Lage sind, mit ihm irgendwelche Dinge zu klauen. Was ihr wolltet. Sicher. Weiß ich, was wir in diesem Bauernhof haben. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Schmied beginnt mit der Arbeit. Es ist soweit. Ihr könnt euer... Wenn das Haus mal nicht ausbauen, perfekt passt. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es Nein, das ist dumm. Na, das waren die Steine fürs Haupthaus. Ja. Da war ich leider im Moment gefangen. Dachte mir, boah, das sieht so geil aus. Das muss ich machen. Und dann war es dumm halt. Steine und Lehm. Macht zuerst den Lehm weg, dann könnten die Steine kloppen gehen. Fertig. Sofort. Der Tag der Abrechnung. Tja, kommt man leider nicht umhin. Sold werden gezahlt. Was will man machen? Seht nur, es klart auf und wird wieder warm. Ist das nicht schön? Das ist das Übliche, was hier steht. Räuber. Ach, was die gerade getötet haben, waren nicht Kerbers, es waren einfach nur Räuber.
denn wirklich darum standen. Diese armen Seelen. Wenn ihr meint, einer eurer Helden wird angegriffen. Ich bin schon unterwegs. Ergreift sie! Folge mir, mein Sohn. Lasst mein Volk in Frieden. Nichts mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Nee, ihr bleibt hier. Okay, jag die hier, bevor die auf Ideen kommen. Ach komm, Helias, du bist nutzlos. Wenn Gott es so will. Freunde, kommt zu mir. So. Das gibt ein feines Feuer. Ihr seid auch so. Die Definition von Nutzlosigkeit. Es regnet. Spürt den Zorn des Herrn. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Ich gebe mein Bestes. Ich wollte in die Kälte nicht gönnen. Ich kann. Ja, ist eigentlich drin. Das stehende Heer. Besser als ein liegendes Heer. So, nichts mehr da, sagtet ihr. Das ist, was ich hören wollte. Und dann geht hier kurz mein Leben prügeln. Ja. Wir sehen irgendwo Steine. Sehen wir nicht. Haben wir denn in der Nein. Okay. Dann in der Praxis. Brauchen wir gerade nicht so viel Geld. 2000 Steine hätten wir gerne. So, wir fallen daraus näher. Pilgrim, platziert die Kanone. Wir gleich. Feinde haben einen Held attackiert. Auf sie! Helias, mach dich nur nützlich. Ja, gern. Folge der gerechten Sache und deine Sünden seien dir vergeben. Seht nur, es klart auf und... Ihr gehört uns! Wie ihr wünscht. Wendet euch gegen eure Verbündeten. Der Herr gebe euch Kraft. Pilgrim liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Ergreift sie! Ja, mein Herr. Wunderbar. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Das Eisen wollen wir gerade mal sparen. Für Dinge. Wir zum Beispiel bessere Rüstung für unsere aktuellen Schützen. Mit den zwei Rüstungen machen sie sich leider ein bisschen lächerlich. Stein. Wo kriegen wir das Zeug? Ja, abgesehen vom Marktplatz. Nur gut, abgesehen auch davon. Es ist Zahltag. Ausbau abgeschlossen. Wunderbar, jetzt können wir das hier erforschen. So, ein weiterer Markt, ein weiterer Bauernhof und dann gehe ich nur ein weiterer Bauernhof ist nötig, damit wir das hier ein ausbauen können. Ein schöner Ort, um tätig zu sein. Können ihr nicht einmal einen anderen belästigen? Gruppe 0. Diesen Bauernhof hätten wir dann gerne. Nichts mehr da. Hier. Kann ich dann jetzt gehen? Das trifft sich wunderbar. Denn eigentlich möchte ich die Steine für den Ausbau des Wohnhauses noch gar nicht ausgeben. Die erforschen lassen. Woher wir die restlichen Steine nehmen wollen, das weiß ich doch nicht. Ah, wir können das mal wieder ein bisschen erkunden gehen. Was ist unser Handel? Ah ja, dann nehmen wir die restlichen Steine für unseren Ausbau her.